So, Freunde, ihr werdet jetzt Zeugen des intelligentesten Kühlungssystems aller Zeiten. Ja, wir haben Ende Juli, Anfang August 2024 und wir gehen schwimmen. Paradiesstrand in Düsseldorf, da am Medienhafen. Jetzt hatte Akku mehrere Flaschen Wasser dabei, aber nicht normale Flaschen. Das ist die einzige Flasche, die noch relativ normal gekühlt ist. Alle anderen sind mehr oder weniger festgefroren. Zum Beispiel diese Flasche hier. Ja, das sind alles gefrorene Flaschen, wie man sieht, ne? Im Eiskühlfach. Jetzt musst du dir vorstellen, wir haben so eine Tasche voll mit 2, 4, 6, 8, 9 Flaschen. Davon eine ein bisschen normal gekühlt. Die anderen 8 sind festgefroren in einer engen Tasche. Jetzt habt ihr normalerweise so Kühlpacks dabei, wenn ihr Wasser transportiert vielleicht. Diese Kühlpacks könnt ihr aber nicht trinken. Das Geniale an diesem System ist, dass dieses Kühlsystem, diese Kühlpacks sind alle normales Sprudelwasser. Das heißt, die kühlen, diese normale Flasche, kühlen sich alle gegenseitig. Und wenn sie langsam, langsam schmelzen über mehrere Stunden, kann man alle Kühlpacks so gesehen auch trinken. Bei den normalen Kühlpacks könnt ihr das nicht. Also, ich sag euch eine Sache. Ich habe jetzt die nächsten Stunden eisgekühltes Wasser in der prallen Sonne und alle anderen werden mich beneiden. Und für diesen Tipp, gebt doch mal einen Daumen hoch und abonniert den Kanal und checkt die Links in der Videobeschreibung. Ich habe andere Social Media da unten verlinkt. Abonniert unbedingt diesen Kanal, kommentiert. Und genießt das eisgekühlte Wasser. Guck mal da. So, wie gesagt, Paradiesstrand hier in Düsseldorf, Medienhafen. Und da sind jetzt die gekühlten. Guck mal, alle haben in der Sonne sozusagen ihre Sachen und ich habe meine Sachen hier im Schatten unter einem Baum. So, und da sind die ganzen Kühlpacks so gesehen, ja, die zwar langsam auftauen, aber noch festgefroren sind auch teilweise. Das heißt, das bleibt jetzt über die nächsten Stunden eiskalt. Und ich kann zwischendurch immer eiskaltes Wasser trinken über mehrere Stunden. Hier ist meine Decke. So, Freunde. Also, wir haben jetzt circa 5 Stunden später, also um circa 13 Uhr habe ich angefangen zu filmen. Wir haben jetzt circa 18 Uhr am Strand. Wie ihr seht, da drüben ist die Sonne, ne? Also ihr dürft natürlich nicht sofort in der Sonne parken. Ich sitze hier im Schatten, ne? Und habe hier immer noch meine Flaschen drin. Und wie ihr seht, ist immer noch Eis. Ja, ich habe ein paar Flaschen schon ausgetrunken, wie ihr seht. Da, die sind schon leer. Ja. Aber dadurch, das ist so ein Kühlsystem, ne? Ich habe hier so eine Tasche und die Tasche habe ich auch hier mit so einem Dings überzogen, hier so meine kurze Hose. Und dann kommt da drüber, kommt hier so eine Decke noch. Und da ist so ein geschlossenes Kühlsystem so gesehen, ne? Und so können die Flaschen voll mit Eis über circa 6, 5, 6, 7 Stunden. Guck mal, das Ding ist noch voll vereist. Ne? Also so ein geschlossenes Kühlsystem. Und du hast direkt die ganze Zeit Eiswasser, was du trinken kannst. Und ne, dafür einen Daumen nach oben. Ja, das habt ihr vom Akku gelernt. Akku, the Persian Killer.